Mittlerweile ist der doppelte Triebwerksausfall an einem Airbus A321 der Ural Airlines schon wieder gut eine Woche her. Genug Zeit, um sich jetzt mal ausführlich alle wichtigen Informationen zu einem Vogelschlag und zu diesem Vorfall speziell anzuschauen und mal ein bisschen über die Technik zu sprechen, die bei einem solchen Airbus dafür sorgt, dass bei einem doppelten Triebwerksausfall genug Zeit bleibt, um das Flugzeug mehr oder weniger sicher an den Boden zu bringen. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. So wahnsinnig viele neue Informationen zum Ural Airlines Flug 178 gibt es eigentlich gar nicht. Es wurden einige Informationen bestätigt, andere wurden korrigiert, beispielsweise die Anzahl an Verletzten. Das ging dann zuletzt doch noch nach vielen unterschiedlichen Angaben auf 74 Personen hoch, allerdings soll keine davon schwer verletzt gewesen sein. Das Wichtigste ist aber natürlich am Ende des Tages, dass hier alle 226 Passagiere und auch 7 Besatzungsmitglieder den Unfall überlebt haben. Der über 15 Jahre alte Airbus A321 geriet direkt nach dem Abheben vom Flughafen Moskau-Schukowski, mehr oder weniger eigentlich direkt noch während der Rotation, in einen Schwarm aus Möwen. Das linke Triebwerk versagte daraufhin komplett, das rechte Triebwerk lief noch eine kurze Zeit weiter, allerdings sehr unregelmäßig und ohne ausreichend Schub für einen weiteren Steigflug zu produzieren. Mit anderen Worten, hier gab es einen doppelten Vogelschlag mit einem darauffolgenden doppelten Triebwerksausfall, genauso wie bei Sully, nur eben sehr viel tiefer. Die zahlreichen Vögel sind am Schukowski-Flughafen übrigens nichts Neues. Das ist absolut bekannt, dass da immer sehr viele Vögel in der Gegend unterwegs sind, aufgrund einer in der Nähe befindlichen Müllkippe und aufgrund eines Flusses. Aber Vögel gibt es nun mal auch an anderen Flughäfen. Auch dort müssen die immer und immer wieder verscheucht werden. Man kann natürlich versuchen, etwas dagegen zu tun. Meist wird das mit Hilfe von Pyrotechnik realisiert. In regelmäßigen Abständen wird dann irgendwas in die Luft geschossen, was Krach macht. Und so kann man die Vögel verscheuchen. Teilweise gibt es an einigen Flughäfen, soweit ich weiß, sogar ganz einfach Fahrzeuge, die mit Lautsprechern ausgestattet sind. Die Dinger machen dann ganz einfach Krach. Die Vögel sollen sich dann dort am Flughafen nicht mehr wohlfühlen. Damit kann man das Risiko eines Vogelschlages eventuell minimieren, aber ganz weg kriegt man das eben nicht. Und an der Stelle kam von euch auch schon die erste interessante Frage, und zwar, warum sind Verkehrsflugzeuge heute immer noch so, vermeintlich zumindest, immer noch so vergleichsweise anfällig für Triebwerksausfälle aufgrund eines Vogelschlags? Und warum baut man nicht ganz einfach ein Gitter oder ein Netz vor die Triebwerke, sodass da ganz einfach nichts mehr reinfliegen kann? Bei Hubschraubern oder auch bei kleinen ferngesteuerten Flugzeugen gibt es das mit den Gittern oder mit einem gewissen Filter tatsächlich. Bei letzterem macht man das aber sicherlich eher aus dem Grund, damit da kein Depp seine Finger in die beweglichen Teile halten kann und sich eventuell verletzt. Denn vollkommen klar ist, jegliches Gitter oder auch irgendein Filter, egal wie grobmaschig das alles dann gestaltet ist, zu grobmaschig darf es natürlich auch nicht sein, das drückt immer auf die Effizienz. Gerade bei großen Strahltriebwerken, wie beispielsweise einem GE90-Triebwerk mit einem Luftdurchsatz von über 3 Tonnen pro Sekunde unter Volllast, da hat dann jegliches noch so kleines störendes Teil im Luftstrom direkt vor dem Triebwerk bzw. im Triebwerkseinlass sicherlich einen nicht zu unterschätzenden negativen Effekt beim Thema Effizienz. Und da dann so ein Gitter in den Triebwerkseinlass einzubauen, auch wenn das beim stundenlangen Reiseflug ja gar nicht benötigt wird, das halte ich für nicht sinnvoll. Erst einmal muss aber auch gesagt werden, dass auch wenn der Vogelschlag an sich, also die Kollision zwischen Flugzeug und Vogel, auch wenn das nicht unbedingt eine Seltenheit ist, so ist die Tatsache, dass das Flugzeug nach einem solchen Vogelschlag wirklich nicht mehr funktioniert, also kaputt ist, nicht mehr flugtauglich ist, das ist eine Seltenheit. Laut aktuellen Angaben der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA entstehen allen möglichen Fluggesellschaften überall auf der Welt summiert pro Jahr Kosten in Höhe von etwa 1,2 Milliarden Dollar nur durch Vogelschlag. Im Jahr 2018 wurden auf zivilen Flügen nur in den USA über 14.600 Kollisionen zwischen Vögeln und Flugzeugen registriert. Hier in Deutschland habe ich vom Luftfahrtbundesamt im Sicherheitsbericht des Jahres 2017 eine interessante Zahl gefunden. Da waren es über 1.700 gemeldete Vogelschläge. Die ICAO, also die International Civil Aviation Organization, die meldet pro Jahr etwa 20.000 Vogelschläge für überall auf der Welt. Ja, und jetzt ist das natürlich so eine Sache mit den Zahlen, da kann man jetzt nicht unbedingt daraus erkennen, wie schwerwiegend so ein Vogelschlag im Durchschnitt bei den Flugzeugen wirklich war. Die einzige Info, die man da jetzt wirklich rausziehen kann, ist, sowas passiert tatsächlich mehrfach täglich. Laut weiteren Zahlen der ICAO passieren gut 90% aller Vogelschläge in direkter Umgebung eines Flughafens, dementsprechend auch fast nur in geringen Höhen. Jetzt gibt es aber noch ein paar weitere Infos von der FAA, die sagt nämlich, dass nur gut 8% aller gemeldeten sogenannten Bird Strikes in einer Höhe von mehr als 900 Metern, also oberhalb von ungefähr 3000 Fuß passieren.
Dafür allerdings dann 61% aller Bird Strikes in den ersten bzw. letzten, je nachdem was man macht, starten oder landen, in den letzten oder ersten 100 Fuß über dem Boden. Das sind knapp 30 Meter. Die Flugzeuge an sich, aber auch die Triebwerke, stecken einen solchen Vogelschlag dann aber meist tatsächlich ganz gut weg. Kann ja auch mal ein kleiner Vogel sein, der dann einfach durchgeht. Laut ICAO-Angaben resultieren lediglich gut 11% aller Bird Strikes in einem wirklichen Schaden am Flugzeug. Also meist ist dann tatsächlich ganz einfach Tragflächenvorderkante, Flugzeugnase oder auch mal Windschutzscheibe oder auch mal die Triebwerke, die sind dann halt ein bisschen dreckig. Wirklich kaputt geht da meistens nichts. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, Vögel haben von sich aus natürlich auch echt überhaupt gar keinen Bock, in Triebwerke reinzufliegen oder Flugzeuge kaputt zu machen, weil das geht für die dann meistens auch nicht gut aus. Mit anderen Worten, Geschwindigkeitsbegrenzungen wie beispielsweise 250 Knoten unter 10.000 Fuß oder auch das Einschalten der Landelichter, das soll tatsächlich helfen, um den Vögeln diesen Entscheidungsspielraum auch noch ein bisschen offen zu lassen. Gerade diese Geschwindigkeitsbegrenzungen können ganz einfach dabei helfen, den Schaden, der bei einem Vogelschlag an einem solchen Flugzeug entstehen kann, den eben zu minimieren. Und das ist ja im Interesse aller Beteiligten. So, damit aber genug zu den allgemeinen Informationen. Jetzt ein bisschen was konkret zu dem Fall von letzter Woche Donnerstag und ein bisschen was zu der Technik, die dahinter steckt. Die Situation, in der sich das Flugzeug befand, ist, denke ich mal, ziemlich klar. Kurz nach der Rotation, kurz nach dem Abheben, steckt weder viel kinetische Energie in Form von Fluggeschwindigkeit noch potenzielle Energie in Form von Flughöhe in dem Flugzeug. All das wird jetzt erst nach und nach aufgebaut und dafür benötigt ein Airbus A321 sowie dieser von der Ural Airlines zwei CFM56 Triebwerke unter Höchstleistung und verdammt viel Treibstoff. Während so ein Airbus A321 im ganz normalen Reiseflug irgendwas um die 3000 Kilogramm Kerosin pro Flugstunde benötigt, sind das hier bei anliegender Take-Off-Leistung, je nach Bedingungen, je nach Einstellung des Flugzeuges, gerne mal um die 4500 Kilogramm pro Flugstunde pro Triebwerk. Also 9000 Kilogramm insgesamt, vom Verbrauch her also gut und gern das Dreifache. Tja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, bei einem solchen zweistrahligen Flugzeug liefert nach dem Ausfall eines Triebwerkes das zweite immer genug Leistung, vorausgesetzt es ist noch wirklich heile, immer genug Leistung, um das Flugzeug weiter steigen, beschleunigen zu lassen und danach auch wieder sicher landen zu lassen. Fallen jetzt, kurz nach dem Abheben, aber tatsächlich beide Triebwerke komplett aus, dann verliert man damit natürlich von einem Moment auf den nächsten die Möglichkeit, jegliche Energie, die das Kerosin in den Tanks des Flugzeuges noch bereithält, in eine der beiden eben genannten Energieformen umzuwandeln. Also muss man jetzt mit dem arbeiten, was man hat. Kinetische Energie lässt sich in potenzielle Energie umwandeln, also Fluggeschwindigkeit in Flughöhe und andersherum. Beim Ural Airlines Flieger letzte Woche Donnerstag hat das noch dafür gereicht, etwa 100 Meter Flughöhe aufzubauen. Danach musste man wieder in einen Sinkflug übergehen, um die Fluggeschwindigkeit halten zu können. Währenddessen wird es beim doppelten Triebwerksausfall da vorne im Cockpit des A321 jetzt mal ganz kurz dunkel. Also nur für einen Bruchteil einer Sekunde, aber es wird einmal kurz dunkel, denn an den beiden Triebwerken hängt ja jeweils ein Generator. Beide Generatoren zusammen versorgen das Flugzeug eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt mit Strom. Wenn die beiden Triebwerke stehen, kommt von diesen beiden Generatoren jetzt aber natürlich auch kein Strom mehr. Kein Strom im Verkehrsflugzeug ist allerdings ziemlich schlecht. In einem Fly-by-Wire gesteuerten Airbus A321 ist das sogar ganz besonders schlecht. Damit das so nicht lange bleiben muss, hängt sich das Flugzeug jetzt ganz kurz auf seine Batterien, das aber auch nur für wenige Sekunden, denn dann klappt sofort die sogenannte Ram Air Turbine aus. Das ist ein kleiner Propeller an der Unterseite des Flugzeuges und dieser liefert jetzt über ein, zwei Ecken Druck für das blaue Hydrauliksystem des Airbus, eines von drei Hydrauliksystemen des A321. Und dieses blaue Hydrauliksystem, das betreibt jetzt wiederum einen Notfallgenerator und der liefert jetzt Strom fürs Fliegen. Die beiden Piloten vorne im Cockpit treffen derweil schon eine Entscheidung. Die wird ihnen durch die geringe Flughöhe und auch durch die geringe Distanz, die man mit diesem Flugzeug in diesem Zustand jetzt noch zurücklegen kann, nicht sonderlich schwer gemacht. Es ist vollkommen klar, dass es wieder runtergeht und auch der Spielraum an Optionen ist natürlich jetzt sehr überschaubar. Hier an dieser Stelle jetzt in ein Procedure, in ein Verfahren einzusteigen, das auf einen doppelten Triebwerksausfall in Reiseflughöhe oder in großer Höhe ausgelegt ist, was dementsprechend dann natürlich auch das Neustarten eines oder vielleicht sogar beider Triebwerke priorisiert, das wäre hier nicht sonderlich hilfreich. Daher gibt es jetzt seit der Landung auf dem Hudson River vor über 10 Jahren eine zusammengestauchte Liste, eine deutlich zusammengestauchte Liste, die eben nicht mehr den Neustart eines Triebwerks priorisiert, weil das hier an dieser Stelle einfach nicht mehr möglich ist, sondern hier geht es um eine erzwungene Landung, die jetzt gleich passieren wird. Hier entscheidet man sich jetzt kurzerhand für die Landung auf dem Wasser oder für die Landung auf Land. Hier in diesem Fall war es das Land in Form eines Maisfeldes.
Und dann holt man sich durch das Starten der APU, durch die Auxiliary Power Unit, also durch das Starten des Hilfstriebwerkes, eine primäre Stromquelle zurück ans Flugzeug. Und die kann das Flugzeug sehr viel besser mit Strom versorgen, als es die Ram Air Turbine kann. Währenddessen drehen die beiden kaputten Triebwerke im Idealfall noch eine ganze Weile weiter im Wind und lassen so den Hydraulikdruck in den anderen beiden Hydrauliksystemen des A321 nur ganz, ganz langsam absinken. Das bedeutet, jetzt nach dem Starten der APU, also nach dem Hinzufügen einer primären Stromquelle am Flugzeug, hat man quasi alle elementar wichtigen Systeme des Fliegers nahezu uneingeschränkt zur Verfügung, trotz doppeltem Triebwerksausfall, zumindest für die nächsten Sekunden. Und da die Flugzeit zwangsweise nur noch ein paar Sekunden betragen wird, ist das auch erstmal vollkommen in Ordnung. So kann im Idealfall zumindest die Flugsteuerung und die dahinterstehende Software des A321 eigentlich die ganze Zeit im normalen Betriebszustand weiterarbeiten und das dementsprechend mit voller sogenannter Flight Envelope Protection, also mit einem sicheren Betriebsrahmen für das Flugzeug. Und den konnte tatsächlich auch Sully nutzen bei seiner Landung auf dem Hudson River. Das könnt ihr alles ganz, ganz genau in dem veröffentlichten Untersuchungsbericht der NTSB nachlesen. Dort steht nämlich drin, dass Sully, das ist der Kapitän, in den letzten 50 Fuß über dem Wasser seinen Sidestick komplett bis zum Anschlag nach hinten gezogen hatte und das Flugzeug mit aktivierter Angle of Attack Protection, also mit aktivierter Anstellwinkel Protection, mit Anstellwinkelschutzfunktion, dann sich selbst quasi ins Wasser gelegt hat. Das zwar doch sehr hart, aber viel besser, als wäre es hier kurz vor dem Aufsetzen zu einem Strömungsabriss gekommen. Das Flugzeug funktioniert hier in diesem Zustand also tatsächlich überraschend gut. Wie gesagt, das Ganze mit der großen Einschränkung, dass das natürlich nur für einen sehr überschaubaren Zeitraum gilt. Und jetzt wird sich im weiteren Verlauf der Liste, im weiteren Verlauf der sehr kurzen Liste, um die Konfiguration, also um die Landeklappen, um das Fahrwerk und dann irgendwann auch um die Anfluggeschwindigkeit gekümmert. Hier bei Ural Airlines haben sich die Piloten gegen das Fahrwerk entschieden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch mit Fahrwerk funktioniert hätte, aber das ist eine Entscheidung, die man sicherlich begründen kann und die man hier halt ganz einfach mal getroffen hat. Und das war's dann tatsächlich auch fast schon. Jetzt liegt die Priorität auf einem möglichst sanften Absetzen des Flugzeuges auf dem Boden, im Maisfeld oder auf dem Wasser. Danach auf dem Abschalten der Triebwerke und des Hilfstriebwerkes natürlich und dann wird das Flugzeug auch schon verlassen. Tja, das hat hier bei dem A321 der Ural Airlines tatsächlich sehr gut funktioniert. Für den Airbus A321 war es trotzdem der letzte Flug. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Es war ein etwas aufwendigeres Video. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.